Maschinelles Lernen wird bereits in vielen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft angewendet. In der Medizin wird es zum Beispiel für Covid-19-Forschung genutzt. Maschinelles Lernen ist auch Voraussetzung für autonomes Fahren und wird in den Computational Social Sciences unter anderem zur Entdeckung von Wahlbetrug verwendet. Cantu zum Beispiel benutzt ein sogenanntes Convolutional Neural Network, um Bilder der Stimmzettel der mexikanischen Präsidentenwahl in 1988 zu untersuchen, um herauszufinden, wie autoritäre Parteien Wahlen fälschen können. In dieser Wahl wurden 53.249 Wahlberichtskarten von der regierenden Partei am Wahlabend nachträglich geändert und das Endergebnis der Wahl gefälscht. Bei diesen Änderungen wurde, wie man auf dieser Grafik erkennen kann, aus einer 4 eine 9 oder aus einer 6 eine 8 gemacht oder Zahlen hinzugefügt. Cantu nutzt diese Daten, um ein Convolutional Neural Network zu trainieren und mit dem er dann auch eine Variable generieren kann, die anzeigt, ob in einem Distrikt die Wahl gefälscht wurde. Und später analysiert er, welche Faktoren Wahlbetrug in einem Distrikt erklären. In diesem Video werden wir einen ersten Einblick in die Grundlagen von maschinellem Lernen geben und die Unterschiede zu traditionellen Methoden sowie mögliche Applikationen in den Computational Social Sciences anhand eines praktischen Beispiels aufzeigen. Beginnen wir mit der Frage, was ist maschinelles Lernen? Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, bei der Algorithmen durch unterschiedliche Formen des Selbstlernens Muster und Korrelationen in Daten finden. Wichtig ist hier der Begriff des Selbstlernens, da Machine Learning-Algorithmen im Gegensatz zu traditionellen Methoden nicht anhand von Daten die Parameter einer bereits bekannten Funktion lernen, sondern eine davor unbekannte Funktion abschätzen. Das Ziel ist also im Allgemeinen, eine Funktion f zu lernen, die einen Datenpunkt x auf einen Target-Vektor t transformiert. Beispielsweise könnte der Datenpunkt ein Bild sein und das Target ein Indikator-Vektor, worum es sich in dem Bild handelt. Punkte einer Funktion und das Target der Funktionswert oder abstrakte Modelle mit kategorischen Eigenschaften und T eine sinnvolle numerische Darstellung des Punktes. Anhand wie der Algorithmus diese Zielfunktion lernt, kann maschinelles Lernen grob in drei Kategorien eingeteilt werden. Das Supervised Learning, wenn zu jedem Datenpunkt ein Label gegeben ist, sodass der Algorithmus Zusammenhänge zwischen Daten und Labels lernt. Beispiele hierfür wären die Klassifikation und die Regression. Das Unsupervised Learning, wenn keine Labels vorhanden sind und der Algorithmus anhand von Ähnlichkeitsstrukturen in den Daten partitioniert und Cluster findet. Und zuletzt das Reinforcement Learning, bei dem ein Modell durch eine Reward-Funktion lernt, in einem gegebenen Environment an das Ziel zu kommen. Letzteres wird beispielsweise eingesetzt, um Spiele wie Schach oder Go zu lösen. Maschinelles Lernen kann in den Sozialwissenschaften im Feature Engineering oder Data Preprocessing Process, also zur Vorbereitung der eigentlichen statistischen Analyse, genutzt werden. Das einleitende Beispiel von Cantu hat das aufgezeigt. Hier wurde eine Klassifikation mit maschinellem Lernen genutzt, um eine Aufgabe, das Entdecken von Fälschungen auf einem Wahlzettel, zu automatisieren. Normalerweise würde das Wochen oder Monate an manueller Arbeitszeit benötigen. Maschinelles Lernen kann aber auch im Data Analyst Process in den Sozialwissenschaften genutzt werden. Hier ersetzt es dann klassische Methoden wie die lineare Regression oder verallgemeinerte lineare Modelle wie logistische Regression. Eine wichtige Frage in den Sozialwissenschaften betrifft die Wahlentscheidung. Warum wählen Menschen bestimmte Parteien? Traditionell wird diese Frage zum Beispiel mit multinominaler logistischer Regression und einer Auswahl von soziodemografischen und soziopolitischen Variablen untersucht. Die Forscherinnen und Forscher müssen in diesem Fall basierend auf sozialwissenschaftlichen Theorien eine begrenzte Auswahl von Variablen auswählen und deren funktionale Form festlegen. Maschinelles Lernen hingegen erlaubt die Nutzung einer größeren Anzahl von Features, ist oft flexibler bei der funktionalen Form und evaluiert die Performance nicht nur basierend auf sogenannten Goodness of Fit Statistics, sondern auch mit Hilfe von Out-of-Sample Prediction. Bevor wir uns nun ein praktisches Beispiel ansehen, will ich noch kurz die Trainingspipeline des maschinellen Lernens durchgehen. Zu Beginn werden natürlich Daten benötigt, wobei die Performance der meisten Modelle mit Anzahl der Daten steigt. Das heißt, umso mehr Daten, umso besser die Performance. Zudem wird je nach Objective ein Modell ausgewählt, für Klassifizierungsaufgaben beispielsweise ein neuronales Netzwerk oder ein Decision Tree. Nachdem die Daten preprocessed wurden, hierunter versteht man unter anderem das Feature Selection oder Dimensionalitätsreduktion, wird nun das Modell trainiert. Die Performance während dieses Trainings steigt durch die Minimierung oder Maximierung einer Objective Function. Um beispielsweise eine Klassifizierung zu lernen, kann als Objective Function die Anzahl der richtig klassifizierten Objekte hergenommen werden. Wird diese minimiert, wird die Klassifizierung optimiert. Zuletzt wird das Modell mit Daten, welche nicht im Training verwendet wurden, also unbekannte Daten, evaluiert. Das Ziel des maschinellen Lernens ist die Generalisierbarkeit.
Das heißt, das gelernte Wissen soll bestmöglich auf unbekannte Daten anwendbar sein. Um die präsentierten Konzepte noch einmal anschaulich zu machen, werden wir nun ein praktisches Beispiel des maschinellen Lernens durchgehen. Wir haben uns dazu entschieden, als Datensatz die Outness Online Panel Study aus dem Jahr 2017 zu verwenden und in der Programmiersprache Python zu programmieren. Zu Beginn werden wir in diesem Notebook die Libraries und den Datensatz laden. Im Datensatz sind insgesamt 4400 Teilnehmer mit jeweils 43 Attributen bzw. Fragen. Hier sehen wir die ersten 5 Zeilen des Datensatzes. Aus Zeitgründen können wir leider nicht auf jedes Detail genau eingehen. Bitte pausieren Sie das Video und sehen Sie sich den Code genau an, um es besser zu verstehen. In dem Datensatz findet sich die Frage 15. Welche Partei werden Sie bei der kommenden Nationalratswahl wählen? Bei einem Blick auf die Daten fällt auf, dass von den 4400 Survey-Teilnehmern 830 die Frage nicht beantwortet haben. Daher werden wir versuchen, maschinelles Lernen zu verwenden, um fehlende Wörter abzuschätzen. Wir wollen also eine Klassifizierung durchführen, wobei das Modell mit den vorhandenen Werten trainiert, also Supervised Learning. Im ersten Schritt führen wir ein schnelles Pre-Processing durch. Zuerst wählen wir ein Subset von Features aus, um die Rechenzeit zu beschleunigen und entfernen fehlende Werte. Diese Schritte wurden im Vorfeld schon gemacht. Im zweiten Schritt wählen wir ein Modell aus. Ein einfaches, jedoch effektives Modell zur Klassifizierung ist der Decision Tree. Ein Decision Tree ist ein iterativer Algorithmus, der in jedem Schritt den Datensatz anhand eines Features in 2 Teile partitioniert. Dieser Schritt wird so lange wiederholt, bis entweder die gefundenen Teile nur noch Instanzen mit einem Label enthalten oder bis eine vordefinierte maximale Tiefe erreicht ist. Der Algorithmus findet automatisch informative Feature, mit denen geteilt wird mit Hilfe eines Splitting-Kriteriums. In diesem Beispiel verwenden wir den Gini-Index. Formel und Beschreibung des Gini-Index sind hier zu sehen. Im dritten Schritt laden wir das Modell im Notebook, hier mit der Scikit-Learn-Library, und trainieren es mit unseren Daten. Vor dem Training wird der Datensatz noch in Training- und Testset aufgeteilt. In diesem Plot sehen Sie die ersten 3 Splits, welche Features ausgewählt wurden und den Gini-Index in jedem Schritt. Als nächstes wird evaluiert. Als Metrik zur Evaluierung verwenden wir die Accuracy. Diese ist einfach die Anzahl der richtig klassifizierten Samples dividiert durch die Gesamtzahl der Samples. Wie wir sehen, erreichen wir eine Accuracy von 85% auf den Trainingsdaten, aber leider nur 50% auf den Testdaten. Dieses Ergebnis deutet auf ein Overfitting hin. Das heißt, das Modell hat zwar die Trainingsdaten gelernt, das Gelernte lässt sich jedoch nicht verallgemeinern. Die Generalisierbarkeit ist also nicht gegeben. Eine Idee, um die Resultate zu verbessern, ist die Erweiterung eines Decision Trees zu einem sogenannten Random Forest. Ein Random Forest besteht vereinfacht gesagt aus mehreren einzelnen Bäumen, wobei die finale Vorhersage ein Mehrheitsvotum der einzelnen Modelle ist. In diesem Abschnitt testen wir mehrere Random Forest Größen von 2 bis 100 Bäumen und im nachfolgenden Plot sehen wir die Resultate. Wie wir sehen, haben wir so das Ergebnis um über 6% verbessern können. Leider noch nicht perfekt, aber annehmbar. Im letzten Schritt können wir nun das Modell verwenden, um Vorhersagen zu treffen oder in unserem Fall, um fehlende Werte zu ergänzen.